Selzer TV wird präsentiert von Niggemeier Treffpunkt Küche, Westenergie, Provinzial Witulski, der Apotheke am Salinenhof und der Ratsapotheke im Heda Center, Moltec, der Dachdeckerei Dennis Eickel und der Stadt Salzkotten. Mannstark waren die Schützen am Sonntagnachmittag angetreten, hier in Holzenschwelle-Winkhausen. Obwohl die im Volksmund sogenannten Vereinigten Staaten der kleinste Ort im Stadtgebiet Salzkotten sind, hat man hier schützenfesttechnisch einiges zu bieten und scheut keineswegs den Vergleich mit größeren Orten. Flankiert von der Harmonie Ferler und dem Tambor Korboke waren die Schützenbrüder, die seit 1862 als eingetragener Verein das Brauchtum vor Ort pflegen, im 650 Seelendorf unterwegs. Nach der Abholung des Königspaares Sophie Lichtenauer und Jens Flottmeier sowie der Jubelmajestäten ging es zur großen Parade im Ortskern und zurück zum Festplatz. Dort warteten schon zahlreiche Augenpaare auf die Schützen, aber natürlich vor allem auf die junge Königin und den charmanten Hofstaat. Das Schützenfest in Holzen war in diesem Jahr nicht nur ein normales Schützenfest, wie man es hier immer am letzten Augustwochenende feiert, sondern auch ein großes Familienfest. Mit einem Augenzwinkern bezeichneten viele der Anwesenden dieses Fest als die Flottmeier-Festspiele, denn die Familie Flottmeier war mit diesem Fest mehr als nur eng verbunden. Oberst Henrik Flottmeier konnte sich darüber freuen, dass sein Bruder Jens eine Woche zuvor die Königswürde errungen hatte. Seine Eltern waren zugleich das 40-jährige Jubelpaar, seine Tante und sein Onkel 25-jähriges Jubelpaar und seine Großmutter regierte vor 65 Jahren in dem Lippedorf. Viel zu tun für den jungen Oberst, der auch noch Mitglied des Hofstaats war. Henrik, ich weiß gar nicht, wie ich dich heute ansprechen soll, denn du bist ja in ganz, ganz vielen Funktionen heute hier. Du bist Oberst, du bist Sohn des Jubelpaares und der Enkel der Jubelkönigin und du bist auch noch Hofherr. Welche Rolle füllst du jetzt gerade aus oder kann man alles gleichzeitig irgendwie meistern? Ja, ich denke mal, ich versuche alles gleichzeitig zu meistern. Natürlich bleibt das eine oder andere ein bisschen auf Strecke, aber ich habe gute Vorstandskollegen, die greifen mir da unter der Arme. Und entlastet mich da so ein bisschen im Oberstdasein, dass ich dann auch als Hofherr hier so ein bisschen genießen kann. Ich glaube, wenn man Oberst ist, ist man beim Vogelschießen ja auch immer ein bisschen nervös. Man hofft ja, dass es mindestens einen Aspiranten gibt, also einen Kandidaten, der wirklich Bock hat, den Vogel abzuschießen. Jetzt war es bei euch letzte Woche so, dass ihr 7 Anwärter auf den Königsthron hattet. Wie erklärst du dir das in einem, ich sag das mal jetzt nicht despektierlich, aber doch eher kleineren Ort wie Holzenschwelle-Winkhausen? Ja, das war im letzten Jahr ja auch schon so, dass wir so viele Anwärter hatten, in diesem Jahr das Gleiche. Es ist einfach auch schön zu sehen, dass die Jugend da so hintersteht. Die Jugendlichen müssen Spaß haben, ja, sonst würden sie ja nicht darunter stehen. Das macht auch, wie ich es eben schon in der Rede sagte, die Gemeinschaft vielleicht auch in Holzen aus. Ne? Und deswegen. Als Oberst ist man natürlich neutral, aber wenn der Bruder mitschießt, hast du ihm ganz heimlich doch ein bisschen die Daumen gedrückt, damit diese Flottmeier-Festspiele hier an diesem Wochenende auch wirklich perfekt werden? Ja, mein Bruder und ich haben da vorher drüber gesprochen. Natürlich habe ich ihm auch die Daumen gedrückt. Aber natürlich als Oberst muss ich ein bisschen neutral bleiben. Aber ich habe mich wirklich gefreut, dass mein Bruder es dann geschafft hat. Habe mich dann auch gleichzeitig für meine Eltern gefreut, die ja dann auch sehr happy waren, dass sie heute zusammen mit meinem Bruder aus einer Haustür gehen können. Und ja, also tief im Herzen habe ich ihm schon wirklich die Daumen gedrückt. Danke dir und viel Spaß noch. Danke. Dankeschön. Königin Sophie präsentierte sich in einem königsblauen Kleid mit geraffter Corsage und einer meterlangen Schleppe. Ihren Titel verdankte sie ihrem Lebensgefährten, der beim spannenden Vogelschießen eine Woche zuvor die Reste des Holzadlers aus dem Kugelfang befreit hatte. Mit Schuss 241 hatte sich der Vertriebskaufmann die Königskette gesichert. Letzte Woche, das war ja ein harter Schießwettbewerb. Es gab 7 Kandidaten. Du hast dich letztendlich durchgesetzt und hast damit natürlich dieses Familienfest, die Flottmeier-Festspiele, dann auch noch perfekt gemacht. Was war dein erster Gedanke, als du es dann wirklich geschafft hattest? So ehrlich kann ich das gar nicht mehr sagen, weil es war einfach komplette Leere im Kopf. Meine Freunde kamen an, haben mir gratuliert und ich wusste in dem Moment erstmal gar nicht genau, was ist jetzt überhaupt wirklich passiert. Ja, und am Ende war es natürlich pure Freude.
Wolltest du es denn wirklich zu 100% aus freien Stücken oder war der Druck jetzt familiär doch so groß bei so vielen Vorgängern, dass es dieses Jahr einfach hätte sein müssen? Nee, also es gab keinen Druck. Also ich wollte es schon. Also wir hatten vorher immer gesagt, okay, wir wollen es mal machen. Wir mussten natürlich auch beruflich gucken mit Sophies Doktorarbeit. Und dann war irgendwann der Tag da, wo wir uns dann entschieden haben, das zu machen. Und dann war einfach der Moment da. Aber wenn er woanders gefallen wäre, wäre ich jetzt auch nicht traurig gewesen. Natürlich vielleicht enttäuscht. Aber am Ende des Tages bin ich sehr froh und glücklich, dass es dann am Ende bei uns geklappt hat. Ja, und ich glaube, du kommst auch aus einer Schützenfamilie, haben wir eben schon gehört. Und es war jetzt ja nicht so ganz ungeplant. Du hast dir wahrscheinlich auch schon im Vorfeld des Festes ein paar Gedanken gemacht. Outfit, welche Kleider, welche Leute kommen in den Hofstaat? Ja, gerade über die Sache mit dem Hofstaat haben wir natürlich vorher gesprochen, weil man möchte ja eine gute Truppe zusammen haben, dass sich auch alle verstehen. Aber ich glaube, da haben wir richtig Glück gehabt. Wir haben eine richtig gute Truppe zusammengestellt und es macht mega Spaß und wir freuen uns jetzt auch auf die nächsten zwei Tage. Ja, Kleider und so, da macht man sich natürlich vorher ein bisschen Gedanken und wir sind auch schon mal ein bisschen gucken gewesen, was es denn so gibt. Aber natürlich muss man dann erstmal warten, ob es klappt mit dem Königsschuss und dann waren wir ganz froh, dass es funktioniert hat. Wie läuft jetzt die nächste Woche ab? Montag ist ja noch Schützenfest. Ich vermute mal, Dienstag braucht ihr so ein bisschen zum, ich sag jetzt mal, relaxen, wieder auf die Beine kommen. Und Freitag geht es ja schon los mit dem Kreisschützenfest. Geht ihr zwischendurch nochmal arbeiten oder feiert ihr jetzt durch? Ich muss tatsächlich nochmal arbeiten. Ich habe Montag und Dienstag noch frei und dann muss ich Mittwoch, Donnerstag und Freitag wieder arbeiten. Und dann habe ich Gott sei Dank länger Urlaub und dann fahren wir in Urlaub. Und die Doktorandin unterbricht gerade ihre Doktorarbeit und macht noch hier ein Feldexperiment zum Verhalten von Menschen oder wie läuft's? Ja, ich habe mir erstmal 4 Wochen Urlaub gegönnt. Das kann man für Schützenfest ja auch mal machen. Der war noch auf der Liste drauf und der muss noch weg, bevor die Doktorarbeit fertig ist. Also habe ich gedacht, wie kann man den besser nutzen als für Schützenfest? Das werden alle Schützenbrüder sofort unterzeichnen. Dann wünschen wir euch viel Spaß, ein herzliches Dankeschön und feiert schön. Ja, danke fürs Kommen. Die Damen des Hofstaates zeigten sich farblich abgestimmt zum blauen Farbtupfer der Königin in zarten Altrosa- und Nude-Tönen. Auch die Herren des Hofstaats waren hochkarätig dekoriert. So gab es unter ihnen mehrere Oberisten und weitere Schützenwürdenträger. Bereits am Abend zuvor hatte man im Festzelt ordentlich Gas gegeben. König Jens selbst ist Leadsänger der Band der Boker Tanzmusik und unzählige Gäste nutzten die Gelegenheit, noch einmal ein Schützenfest zu feiern. Schließlich ist das Schützenfest in Holsen das letzte Schützenfest im Altkreis vor dem großen Kreisschützenfest, das traditionell am 1. Septemberwochenende stattfindet. Ja, und auch der Hofstaat freut sich natürlich, dass alles hier so perfekt läuft. Erzählt doch mal ein bisschen was von gestern Abend und von den Feierlichkeiten bisher. Wie hat der Hofstaat gefeiert? Ich würde sagen ausgelassen, lange, wild und es war nicht trocken. Es war eine feuchtfröhliche Angelegenheit. Und später gab es dann auch noch von oben, oder? Stimmt. Aber wir waren ja hier im Zelt sehr gut geschützt und es war eine super Fete. Der Hofstaat ist hoch dekoriert, haben wir gehört. Es gibt unter anderem 2 Oberste. Heißt das so? Ist der Plural Oberst? Oberisten. Also ganz formal. Also 2 Oberisten haben wir hier im Hofstaat. Unter anderem Tim, der Oberst aus Boke. Wie fühlt sich das mal an, in einem Nicht-Heimatort im Hofstaat zu sein? Ist tatsächlich mal ganz entspannt, auch mal ein Fest aus anderer Perspektive mitzuerleben. Und natürlich auch mal 3 Tage zu erleben, wo man jetzt nicht die ganze Zeit auch unter Stress steht oder auch dauerhaft irgendwelche Fragen gestellt bekommt. Und ist mal ganz entspannt, das mal von einer anderen Perspektive aus zu sehen. Also du genießt das richtig, dass du hier nicht so in erster Reihe stehst und nicht so ganz viel Verantwortung trägst wie im Boke? Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch mit unserem Königspaar, auch mit dem Hofstaat, eine super Truppe und macht auf jeden Fall richtig viel Spaß. Lass uns noch 1-2 Worte über die Kleider wechseln. Ihr seid ja alle ziemlich abgestimmt, verschiedene Nude-Töne, würde man, glaube ich, ganz modern sagen. Wie lange hat das gedauert, bis ihr eure Kleider gefunden hattet als Hofdamen? Wir waren sehr schnell. Wir sind sehr harmonisch direkt am nächsten Morgen losgefahren und da sind wir die ersten schon fündig geworden und der Rest am nächsten Tag. Neben Tim und Lisa Strunz gehören zum Holsener Hofstaat Kevin Schramm und Jana Wolförster, Benedikt und Lisa Schulte, Guido Schulte und Karin Voth, Larissa und Matthias Tillmann, Ulrich Stark und Christina Fecke, Thorsten und Claudia Schulte, Steffen und Lea Wilper, Henning und Denise Gurk sowie Oberst Henrik Flottenmeier und Sina Wessel. Nach dem Umzug durch das Dorf folgte ein kurzer Festakt auf dem geräumigen Schützenplatz. Für Königin Sophie gab es ihren Königinnenorden und die Schützen ließen ihre Majestäten standesgemäß hochleben. Musik.
Im April hatte in Holsen der Jungschützentag stattgefunden. Oberst Henrik Flottmeier bedankte sich noch einmal bei seinen Schützen und Musikern für die grandiose Organisation und Durchführung. Und so durften sich die Musikkapellen über einen kleinen Obolus für die Jugendarbeit freuen. Eine Spende aus dem Erlös der Veranstaltungen im Frühjahr. Im Festzelt durften die Majestäten dann mit einem Tanz das Nachmittagsprogramm eröffnen. Über zahllose Gratulationen durften sich auch die Jubelmajestäten freuen, die zuvor beim Festakt auch gewürdigt und ausgezeichnet wurden. Dass die Jubelpaare alle, wie eben schon erwähnt, aus einer Familie stammen, machte das Ganze noch familiärer und emotionaler. Heinz und Claudia Flottmeier waren mächtig stolz, dass ihre Söhne so in erster Reihe fungierten. Ja, 40-jähriges Jubelpaar und ganz stolze Königseltern. Claudia, ich fange mal mit dir an. Was hast du gedacht, als letzte Woche dein Sohn den Vogel runtergeholt hat, passend zu eurem Jubiläum? Wie emotional hat dich das berührt? Also die Anspannung war schon sehr stark und ich habe hinterher von Freunden gehört, ich hätte dreimal einen Luftsprung gemacht. Ich kann mich selbst gar nicht daran erinnern, aber ich habe mich total gefreut. Vor 40 Jahren hast du den Luftsprung gemacht. Wir haben eben gehört, einmal zur Vogelstange gegangen und dann den Vogel abgeschossen. Stimmt das oder ist das eine Anekdote? Das stimmt so, genau so wie ich es gesagt habe. Es war vorher am Regnen und ich hatte Claudia versprochen, es nichts zu tun. Habe mich da wohl leicht versprochen. Bin einmal hin, ja, da war der erste, mein erster war auch der letzte Schuss. Wir alle wissen ja, das Schützenfest in Holsen-Schwelle-Winkhausen ist immer das letzte Schützenfest hier im Stadtgebiet und im Altkreis Büren vom Kreisschützenfest. Als ihr Königspaar wart, da war das anders. Ihr habt schon im Mai gefeiert. Wir haben am 31. Mai Vogelschießen, Christi Himmelfahrt, einen Donnerstag und dann darauf den Samstag, Sonntag, Montag unser Schützenfest gefeiert. Das war erstmalig, dass wir 4 Tage hatten. Danach haben wir dann das Vogelschießen um eine Woche vorverlegt, immer vor unserem Schützenfest, 3. August-Wochenende. Ja, und dann im September war ja gleich das Kreisschützenfest. Das war für unser kleines Dorf nochmal ein Highlight. Das waren 2 super Feste und ja. Und ihr mittendrin, so wie ihr an diesem Wochenende? Wir mittendrin, also das war hervorragend, klasse. Die Familie Flottmeier, wie stark hat die gefeiert in den letzten Tagen, Wochen? Oh, das war schon ausreichend, glaube ich. Wir haben schon massiv gefeiert. Ich meine, wann gibt es das schon mal? Der Sohn ist König, die Patentante 25-jähriges Jubelpaar, wir 40 und Oma 65-jähriges Jubelkönigin. Das ist schon was ganz Besonderes und der Sohn Oberst, besser geht schon nicht. Die Flottmeier-Festspiele in Holsen-Schwelle-Winkhausen, vielen Dank und viel Spaß noch beim Feiern, danke. Und so klang am Montag das letzte Schützenfest im Stadtgebiet so langsam aus, bevor dann am 1. September-Wochenende das große Kreisschützenfest gefeiert werden kann, ebenso im Salzgottner Stadtgebiet. Und wer die Holsener Schützen kennt, der weiß, dass sie sich dieses Fest bestimmt auch nicht entgehen lassen werden. Selzer TV wird präsentiert von Condor, der Stadt Geseke, Schuhhaus Zehanschuk, der Firma MIG, Rewe, der Dienstleistungsgruppe Salzgotten, der Bäckerei Lange und der Volksbank Büren Salzgotten.